Ta. Danke Jens Herde. Mehr kann man dazu nicht sagen. Also erstmal Moin Moin liebe Leute. Herzlich willkommen an diesem äh, ja eher unentspannten Sonntag aus meiner Sicht. Für jeden Hansa-Fan finde ich doch ein sehr unentspannter Sonntag. Äh, Deswegen auch das rote Hansa-Logo heute. Der Baum brennt. <laughs> Der Baum brennt. Äh, moin Hendrix, moin Petrix, moin Jappi, äh, moin Rofu, äh, moin Blume. Ähm, ja, schön, dass ihr so zahlreich schon gleich hier zum Streambeginn reinkommt. Ich habe die Musik jetzt komplett ausgemacht, denn ich werde das höchstwahrscheinlich dann auch für morgen äh, auf YouTube gleich hochladen als äh, Live-Talk sozusagen. Ja, ihr habt es gerade gesehen in meinem Wartebildschirm. Danke, Jens, Hertel. Denn Hansa hat heute, vorhin gerade, vor einer knapp halben Stunde bekannt gegeben, dass Jens Hertel, der seit Januar 2019 im Amt war... Wow! Erstmal danke an Darth Jay für den Follow. Herzlich willkommen, Bord der hansa fan -Kocke. Äh, Hansa hat vor einer knappen halben Stunde bekannt gegeben, dass Jens Hertel, der seit äh, Januar 2019 äh, das Amt des Trainerpostens, den, das Amt des Trainerpostens bei Hansa bekleidet hat, mit sofortiger Wirkung beurlaubt wurde. Und äh, aus meiner Sicht, das kann ich vorwegnehmen, ist das eine Entscheidung, die ich ehrlich gesagt nicht hundertprozentig nachvollziehen kann. Ich kann. Grundsätzlich nachvollziehen, dass man sagt, man möchte einen neuen Impuls setzen. Ich kann nachvollziehen, dass man sagt, nach vier Jahren, nach knapp vier Jahren, ist hier ein Zeitpunkt gekommen, wo man eventuell keine weitere Entwicklung mehr sieht. Sehe ich alles ein. Wenn wir aber den Zeitpunkt betrachten, ich könnte diesen Satz komplett nachvollziehen, wenn wir jetzt schon den 17. Spieltag hinter uns hätten und jetzt vor dieser geilen WM-Pause stehen würden, wo man jetzt sagt nach der Hinrunde, okay, das war's. Äh. Danke für alles, aber jetzt so zwei Spiel zwei Spieltage vor der Winterpause, drei Tage vor einer englischen Woche äh, nach einer Niederlage gegen Sandhausen, nach einem Sieg gegen Regensburg, kann ich das ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Und mir kommt das so vor, als wenn das 0 erfolg gegen Regensburg nur so eine Galgenfrist verlängert hat für Jens Hettl. Ansonsten, wenn das gegen Regensburg schon verloren gegangen wäre, glaube ich, dann wäre das schon längst passiert. Dann hätte ich es auch irgendwo noch mal ein bisschen mehr nachvollziehen können. Aber jetzt dieser Zeitpunkt, dieser Zeitpunkt ist für mich komplett nicht nachvollziehbar, was für mich darauf schließen lässt, dass der Buschfunk leider recht hatte und ähm, dass da intern in den letzten Wochen wahrscheinlich mächtig was am Brodeln war. Also ganz ehrlich, da ist... Ja. Und was ich erst recht noch äh, überhaupt nicht nachvollziehen kann und es irgendwo auch ehrlich gesagt zum Kotzen finde. Dass ein verdammter Thorsten Matuschka in der Sky-Sendung am Sonntagnachmittag bei alle Spieler der Tore das rausposaunt und nicht Hansa.de das zuerst rausposaunt. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Warum wartet man bis abends um 19 Uhr, dass man sowas jetzt hier äh, mitteilt? Und vor allem, es ist noch niemand Neues bekannt gegeben worden. Wir haben aktuell keinen Trainer. Was ist mit den Co-Trainern? Es ist bisher nur die Meldung erschienen: Jens Zertl wird beurlaubt. Was ist mit Co-Trainer Thielemann? Was ist mit Co-Trainer Elas? Torwart Trainer glaube ich, die wird es nicht betreffen. Martin Pikner hat sich mit viel Dankbarkeit geäußert. Auch ein kleines Zitat von Jens Härtel stand da drin am Ende. Aber ich muss sagen, äh, gut, wer mich jetzt länger verfolgt, der weiß, ich habe in den letzten Wochen immer mein, meine Hand für Jens Härtel ins Feuer gelegt. Äh, ich hatte bisher immer das Vertrauen, dass er jede Krise irgendwie, also dass er auch diese Krise irgendwie gewuppt bekommt. Die Stimmen wurden jetzt in den letzten Woche schon ein bisschen lauter. Das, äh, ja, fehlende Spielentwicklung. Ich kann sehr, sehr viel der Argumente gegen Ganzheit auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, ihr kennt mich, das ist alles jetzt Freestyle. Ich habe mich null vorbereitet, jetzt irgendwie irgendein Text geschrieben oder so. Ich mache das alles aus, aus der Seele raus jetzt gerade, was so meine Gedanken darüber sind. Ähm, ich kann jegliche Kritik an, an der Person, die hätte sportlich gesehen, auf jeden Fall nachvollziehen. Also, klar, Hansa hat überzeugende Auftritte gehabt. Hansa hat absolute Gurkenauftritte in der Saison gehabt. Da kommt wahrscheinlich das Spielgesandhausen dazu. Fakt ist, ich kann mich zu sportlichen und spielerischen jetzt nicht so genau äußern, denn äh, mein Problem ist derzeit, ich habe in den letzten Wochen kaum ein Hansa-Spiel gesehen in voller Länge. Äh, weil immer. Training oder Selbstfußballspielen dazwischen kam. Das ist so die, die, die Krux, die dazwischen war. Und äh, Leute, danke, dass ihr gerade hier so zahlreich war, weil ihr seid, also, Ihr reißt sich alles ab, aber wie gesagt, ich kann mich jetzt nicht so genau äußern. Ich habe natürlich mich äh, belesen, ich habe Zusammenfassungen geschaut, ich habe mit äh, Freunden geredet, die die Spiele auf jeden Fall verfolgt haben. Und das Problem, was sich die ganze Saison so durchzieht, ist, dass man offensiv halt einfach zu wenig anbietet, dafür, dass man eigentlich so viele gute Leute in den Reihen hat. Da werden halt weiterhin Leute aufgestellt wie ein Lukas Hinterseher, da werden Leute ignoriert wie ein Till, der, ich weiß, der hat noch keine Leistung gebracht, aber gerade jetzt Freitag in sein Haus habe ich mich gefragt, warum wechselt man einen Fröhling, warum wechselt man einen Till, warum wechselt man einen Lee nicht ein, stattdessen bringt man einen Strauß, äh, äh, ja, keine Ahnung, <laughs> das sind alles so Sachen... Danke Janek für dein Follow auf jeden Fall. Äh, das sind alles so Sachen, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann und die ich auch den Herrn zurecht zu Recht äh, an äh, ankreide. Warum diese, also diese Entscheidung, die ich auf jeden Fall schon mal in Frage stellen möchte, weil genauso wie die Auswechslung von, äh, von Pröger gegen Lauter auch, das konnte ich absolut nicht nachvollziehen. Äh, trotz alledem war ich bisher immer ein Freund von Herrn Zertl. Äh, ich finde ihn als Menschen extrem sympathisch und so weiter. Ich glaube, das finden fast alle. Aber irgendwo ist wahrscheinlich jetzt doch der Zeitpunkt gekommen, wo es dann wirklich heißt, ey, jetzt geht's wohl nicht mehr weiter. Weil aufgrund dessen, wie das jetzt ganz zustande kam, äh, so plötzlich jetzt auch, finde ich, wie gesagt, wenn man den Regensburg verloren hätte, bin ich fest davon überzeugt, dass man ihn da schon äh, beurlaubt hätte gehe ich fest von aus also ich glaube der der Sieg in Regensburg war einfach nur eine Geigenfristverlängerung für Jens Hertel ähm, ich denke mal sonst wäre es da schon passiert jetzt gegen es Hausen erneut offensiv schwaches Spiel ich habe nur gehört ich habe leider noch nichts gesehen ich habe nur gehört zwei klare der hätte es wahrscheinlich für Hansa geben müssen da hat der VR nicht mal eingegriffen keine Ahnung ich habe nur ein paar kleine Bilder kleinere Bilder gesehen also das ist alles ah, ich weiß nicht wie gesagt der Zeitpunkt ist für mich komplett verkehrt Steffen k 98 wer das bloß sein kann. <laughs> Danke für den Follow. <laughs> Der Zeitpunkt ist für mich auf jeden Fall völlig verkehrt. Denn, ähm, wie gesagt, es sind jetzt nur noch zwei Spiele, sieben Tage, bis zur Winterpause. Ich, also, ich finde, die zwei Spiele hätte man, wenn man darüber nachdenkt, also und man merkt aus dem Statement, dass in den letzten Wochen schon viele Gespräche geführt wurden. Also, war, also, also denke ich mal, ist definitiv schon länger darüber nachgedacht worden, ihn äh, rauszuspeisen. Ich meine, oder hat man jetzt Angst gehabt, dass er jetzt in den letzten zwei Spielen jetzt doch noch sechs Punkte holt oder so, oder halt noch drei Punkte holt? Die letzten sechs Spiele waren bis auf Regensburg nicht gut. Das stimmt, da, das sehe ich absolut ein. Wie gesagt, ich kann es nachvollziehen. Muss dieser Zeitpunkt so direkt vor der englischen Woche, zwei Spiele vor der Windpause, das kann ich so überhaupt nicht nachvollziehen. Und das ist so mein, mein Problem, was ich mit der ganzen Geschichte habe. Nichtsdestotrotz bin ich extrem traurig, dass nach fast vier Jahren eine Ära zu Ende geht und deswegen ich glaube alle Hansa Fans werden Jens Hertel dankbar sein, weil denn er hat äußerst viel für den Verein getan. Es hat sich sehr viel getan in den letzten fast vier Jahren. Seit Januar 2019 war er im Amt. Überleg mal, wir haben jetzt November 22. Es sind wirklich fast vier Jahre gewesen jetzt. Wir sind nach neun Jahren Drittklassigkeit endlich aufgestiegen aus dieser Schweineliga dritte Liga in die zweite Liga haben einen souveränen Klassenhalt geschafft letzte Saison. Und jetzt war eigentlich allen klar, also eigentlich muss es allen klar gewesen sein, dass es jetzt nicht wirklich besser wird, sondern ähm, dass es eigentlich auch wieder dieses Jahr wieder nur gegen die Klassenheit halt geht oder gegen den Abstieg geht. Jeder, der, ich hab's schon mal gesagt, jeder, der sich mehr erhofft hat von dieser Saison, der hat, äh, lebt irgendwo hinter dem Mond oder so. Aber ja, das ist jetzt alles äh, ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Ah, so, also jetzt habe ich mal das losgelassen, das von der, von der Seele gequatscht, was mir so gerade so vorschwebte. Jetzt gehe ich mal auf eure Sachen ein, ihr habt ja schon fleißig jetzt in den Chat geschrieben. Ähm, so, bop, bop, bop. Ah, ich sah frustriert aus am Anfang, auf jeden Fall. Ja, Blume, ich weiß auch nicht, wie wie ich damit umgehen soll. Ich kann es irgendwo sportlich nachvollziehen, aber der Zeitpunkt ist für mich einfach ein Unding. Jappi sagt richtige Entscheidung, mal schauen, wer jetzt kommt. Labadier, um Gottes Willen, sowas wird bei Hansa nicht auftauchen, glaube ich. Man hätte ihm noch die zwei Spiele geben müssen, finde ich, finde ich auch irgendwie. Ich finde, er hat wirklich noch die zwei Spiele gehabt. Ich finde, dass man daran gesehen hat, dass, was es für leere Worte von Pike war, von wegen. Die stehen hinter, ja genau, vorm Regensburg-Spiel war doch das. War das nicht vorm Regensburg-Spiel, bevor die, die anderen Leute kret, äh, suspendiert wurden? Bevor Munsi, Martens und, und Meissner suspendiert wurden, hat doch Pike vor Regensburg-Spiel gesagt, ja, wir stehen hinter Hertel. Und jetzt hat er gewonnen und wieder verloren und dann, bupp, weg. Kann ich irgendwo nicht nachvollziehen. Weiß ich nicht. Bin gespannt, wer der Nachfolger, ja, wer als Nachfolger kommt. Das ist wirklich so. Kommt heute in der Pressekonferenz, ein halt Hansa. Also auf Facebook hat eine Seite geschrieben, 19 Uhr soll Pressekonferenz sein. Stattdessen war jetzt aber 19 Uhr halt die Pressemitteilung. Dass äh, da was kommt. Klaus und Neuhaus, Top-Kandidat laut Bild. Ach, weiß ich auch nicht, was ich von dem mal halten soll. Ich meine, äh, Neuhaus war jetzt schon Ewigkeiten kein Trainer mehr geführt und Klaus ist ein junger Trainer, aber der faselt mir zu viel Theorie, Alter. Wenn ich hier abkippende Sechs und sowas alles höre, wird mir schwindelig. <laughs> ich finde, ihr war letzte Saison relativ richtig stabil. Waren wir auch, definitiv. Der Neutrier sollte am besten gleich Motor anfangen. Ja, das, das finde ich auch Quatsch. Also, wenn man. Wenn man jetzt keinen Trainer sofort in petto hat, dann, dann sehe ich nicht ein, warum man Hertel entlassen, äh, entlassen hat. Moin, Werder-Fan. Bitte nicht immer wie Kohfeldt. Ne, finde ich auch Quatsch. Ja, Paschi sagt es ja, also Al Zocker sagt es ja auch. Ich, find, ich denke auch da ganz klar, dass da intern mächtig was am Brunnen war. Ich habe ja schon aus äh, mehreren Foren gelesen, aus transfermarkt.de-Forum und so, dass einige Spieler sich äh, gegen Hertel aufgelehnt haben, weil sie mit dem Spielstil nicht einverstanden sind. Frank Kramer, ja genau, lustig. <laughs> mm. Also wie gesagt, da muss ich heute erstmal hier ein schönes äh, äh, Feierabendlübster trinken, das geht ja so nicht. So. Herr ah. Paschke, ja, Sie haben natürlich recht. <laughs> ja, ja Petrich sagt es auch: und Herrn große Spannung. Ich denke auch, ich denke auch. Das, wird, also das ist für mich der einzige erklärbare Grund, warum es jetzt, jetzt so plötzlich passiert. Warum es jetzt so plötzlich zwei Spiele vor der Winterpause passiert, ist für mich der einzige Grund. Äh, da muss intern was vorgefallen sein. Da, mit, da wird intern richtig der Baum brennen, glaube ich, in der, innerhalb der Mannschaft. Ja, wir hatten ja auch letzte Saison, dass es mal nicht gut lief. Aber er hat es trotzdem hinbekommen. Genau, deswegen war ich ja auch immer wieder äh, dafür, dass er dass äh, äh, Trainer bleibt. Deswegen habe ich meine Hand ja immer für ins, ins Feuer gelegt. Definitiv. Das ist so äh, das Ding, was ich so, das Problem, was ich damit habe. Aber unterm Strich wäre für Jupp, <laughs> ja, Jupp Heikes. Ah, ne. Ja, also sehen wir, bleiben wir mal bei den realistischen Kandidaten. Bernd Hollerbach. Leute, bleiben wir mal bei den realistischen Kandidaten. Also ich habe drei Namen gelesen, am häufigsten gelesen. Zum einen Uwe Neuhaus, ehemaliger Trainer von Union Berlin von, äh, von Dresden, glaube ich auch, ne? Äh, von Bielefeld. Dann äh, Robert Klaus, der bei Nürnberg ganz gut war. Also, die haben, äh, ich glaube, der hat hier vom Abstieg gerettet, sind dann, äh, haben dann im Aufstieg gespielt. Jetzt äh, wurde er auch letztens entlassen. Und der dritte im Bund, ich gelesen habe, war Patrick Glöckner, ehemals Mannheim Coach. Also, ich kann eigentlich, ich, ich, weiß eigentlich von allen drei nicht, was ich davon halten soll. Materazzo, aber ist der Name schon gefallen oder ist das einfach nur sympathisant für von, von dir? Finde ich auch extrem sympathisch, Materazzo, definitiv. Setzt auf jeden Fall auf junge Spieler. Das wäre vielleicht mal eine Chance für unsere jungen Leute bei Hansa. Thomas Doll, der, der äh, bräunt sich gerade die Plauze zusammen mit Hanno Behrens in Indonesien. <laughs> Yogi, ja natürlich. <laughs> Tuchel, ja genau, Leute. <laughs> ah. James, wir haben gerade anderes zu tun, als über FIFA-Karriere zu philosophieren. <laughs> oh. Herr Andreas Gerd. <laughs> ich habe eine Karriere mit der SGE in FIFA und bei Dicker Dika laufen die Verträge aus und ich weiß nicht, was realistisch wäre. Keine Nachricht darüber gelesen. Ja, dann äh, guck doch einfach, wo du genau stehst. Guck doch einfach, wo du genau stehst. Dann, äh, wenn du jetzt die Champions League zum Beispiel verpasst, oder allgemein Europa verpasst, dann ist es natürlich realistisch, die ziehen zu lassen. Ist ja ähnlich wie in unserer YouTube-Gladbach-Karriere gerade. Aber wie gesagt, wir haben hier heute ein anderes Thema. Cleans mal. Leute, Leute. Uwe Neuhaus wäre gut. Aber wie gesagt, wo war denn Uwe Neuhaus zuletzt, Trainer? Ich lege mal den Chat und so weiter alles rüber. Auf die andere Seite. Dann gehe ich mal in transfermarkt.de rein. Genau, Steffen, du sagst es richtig. Äh, ich bin auch gespannt, aber ich bin auch sehr traurig drüber. Wie gesagt, ich fand Jens Hettel einen extrem sympathischen Trainer. Und ich bin ihm, wie fast jeder Hansa-Fan, glaube ich, extrem dankbar, was er für den Verein geleistet hat in den letzten fast vier Jahren. Moin, Joel, echt traurig. Ja, so äh, ist, glaube ich, die Stimmung bei allen hier gerade. Äh, ich sitze im Vorstand vom PSV. Und weiß, dass der Trainer des Bersina SV aktuell nicht zur Debatte steht nach dem 7:1-Erfolg gestern. <laughs> so, ich gehe mal kurz auf transfermarkt.de und dann gucken wir mal kurz in die Trainerkandidaten rein. Wo ist denn hier transfermarkt.de, Leute? Da habe ich es doch. Dann gucken wir mal kurz in die möglichen Trainerkandidaten. Neuhaus war zuletzt bei Bielefeld, aber auch über ein Jahr her. Noch länger sogar noch, ne? War das sogar noch länger? So, ich gucke mal nach Uwe Neuhaus. Seit wann ist der Verein so? 62 Jahre jung auf jeden Fall. Also schon ein Trainer der älteren Garde. Durchschnittliche Amtszeit als Trainer ist 2,3 Jahre. Ja. <laughs> Zuletzt war er bei Bielefeld. Ah, okay. Am 1.3.21 ist er bei Bielefeld entlassen worden. Davor war er tatsächlich drei Jahre bei Dynamo Dresden. Krass. Von Juli 15 bis August 18 war er bei Dynamo Dresden. Von Dezember 18 bis äh, März 21 bei Bielefeld. Und davor ja natürlich sieben Jahre bei Union Berlin. Das ist krass. Ach, ich, ich kann ja mal hier rüberschalten. So, Leute, hier. wir haben es. Also, das ist der gute Uwe Neuhaus. War zuletzt bei Bielefeld. März 21 dort entlassen worden. Danach sind sie, glaube ich, aufgestiegen, ne? Oder war er Aufstiegs. Nee, er ist doch sogar aufgestiegen mit Bielefeld, ne? Moin, Basti. Chat, helft mir mal. Äh, ist, ist Uwe Neuhaus nicht sogar aufgestiegen in die Bundesliga mit Bielefeld? Ich bin da jetzt echt unsicher. Setkovic, Petrix hat gute Stimme, hat gewonnen, logisch. Er ist aufgestiegen. Ja, Funkel auch kandidaten der glaube ich nicht. Sold Löw? War, war, der nicht auch, war der nicht bei Leipzig schon im Gespräch? Funkel ist Blödsinn. Ja, das wäre ja absolut Blödsinn. Das bringt uns nicht weiter. Das, hat, das ist da nur Entwicklung denn. Denn man kann es auch Hädel behalten, war das auch eine Nullentwicklung gewesen. Moin Till 65. Wie gesagt, also, also die Amtszeiten von Neuhaus sagen schon mal aus, auf jeden Fall, ähm, dass er auf jeden Fall Kontinuität mitbringt. Weil er war ja überall mindestens zwei Jahre. Also es ist ja. Hier, der Durchschnitt ist auch hier 2,35 Jahre, die Durchschnitt Amtszeit als Trainer. Ähm, dann gehen wir mal rein jetzt in äh, Patrick Glöckner, der auch gehandelt wird. Gucken wir da mal rein. War zuletzt bei Mannheim und bei Chemnitz Trainer, wenn ich alles täuschen ne? Hat aber auch da nicht sonderlich viel erreicht. Ne? 1,08 Jahre Durchschnittstrainer, 45 Jahre jung. Viktoria Köln von. Äh, äh. Bei Chemnitz war er auch. Ein Jahr, glaube ich, ne? 1920, ja, ein Jahr. Und bei Waldhof Mannheim auch. Na, zwei Jahre bei Waldhof Mannheim, okay. 88 Spiel, 1,6 Punkte, naja. Würde ich jetzt auch nicht so feiern, bin ich ehrlich. Pela, äh, Uwe Reiners, ja, na klar. Irgendein Random, aber hey, Tedesco, Tedesco, ja? Pela ganz klar, wird der neue Coach. <laughs> Ey, okay, also Patrick Glöckner, glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen. Also, der hat ja noch gar keinen Leistungsnachweis in der zweiten Liga. Ähm, Robert Klaus, gucken wir uns mal an. Ich weiß, der spielt auf jeden Fall noch Kreisliga. <laughs> Ab und an. Beim SSV Markranstedt. 37 Jahre. Wäre also die Variante jung und dynamisch, ne? <laughs> ähm, Jungtrainer hatte Hansa, glaube ich, auch noch nie so wirklich, ne? Aus Eberswalde stammt da, also relativ nah an MV dran. die Amtszeit als Trainer 1,3 Jahre. Gut, war aber bisher nur, war aber er Leipzig schon mal Co-Trainer. Also ähnliche Vergangenheit wie, wie Jens Hertel. Und war von äh, Juli 20 bis Oktober 22 jetzt Trainer bei Nürnberg. 1,35 Punkte im Schnitt das ist auch nicht so überzeugend. Und dann ist mir dabei Klaus auch noch diese legendäre PK im Sinn. Hier mit äh, abkippender Sechser und so weiter. Ne? Also das ist <laughs> das ist mir dann schon ein bisschen. Okay, ja, klar, moderner Fußball auf jeden Fall. Aber wenn das mir persönlich, mir persönlich vielleicht sogar ein bisschen zu viel Theorie, muss ich sagen. Und bloß Angst habe, dass es jetzt wie bei Magdeburg wird, das alles zerfällt. Ja, genau. Oder bei Dresden letztes Jahr ja auch. Da hat man sich auch relativ früh vom Aufstiegstrainer getrennt. Und man weiß ja, wo, es, wo man gelandet ist, ne? Da habe ich auf jeden Fall auch Angst vor. Definitiv. Vor allem, weil Dresden ja eigentlich auch einen ganz guten Kader hatte letztes Jahr. So, dann gucken wir mal rein jetzt in Soldlöw. Der war auf jeden Fall mal Spieler bei Hansa, das weiß ich der war auf jeden fall mal spieler bei hansa. what der war zuletzt co-trainer bei chelsea ernsthaft war der ein trotter von tuchel oder was ja klar bei psg auch der war co-trainer von tuchel ach echt welche trainer sind denn noch frei ja das ist die, das ist die sache welche trainer sind noch frei <laughs> 3, 4, 2, 1. das ist auch wieder Dreierkette quasi denn, was der favorisiert spielt. Hat aber noch keinen Cheftrainerposten gehabt, ne? Wie alt ist der jetzt? 43. Gut, ja. Also gut, wenn er, wenn er jetzt im Schatten von Tuchel stand, dann hat er auf jeden Fall, glaube ich, auch ähm, ja, Erfahrung auf jeden Fall, denke ich auch, ne? Also, klar, als Cheftrainer jetzt nicht zwingt, aber wäre eine interessante Personal war. Aber er wurde doch schon bei RB Leipzig gehandelt. Er wurde auch schon bei RB Leipzig gehandelt. Moin Kea, meiner Meinung nach ist es aber der richtige Zeitpunkt für die Trennung. Das finde ich ja wiederum nicht. Man wird sich wohl bis Anfang der Winterpause bei einem neuen Trainer rumschauen. Das finde ich ja Quatsch. <laughs> der lange Winterpause hat, um Spieler kennenzulernen und das Team ein System beizubringen. Trotzdem danke für die ganze Zeit. Ja, danke, Hertel, sehe ich absolut ein. Aber für mich, dann hätte man sagen können, Hertel, komm, mach noch die zwei Spiele, mal gucken, was er rauskommt. Und dann sagt man in der Winterpause jetzt! Aber jetzt so zwei Spiele. Es ist ja für mich jetzt irgendwie so, als wenn man die zwei Spiele abschenkt, damit man im Winter den neuen Trainer holen kann. Das finde ich so ein bisschen bedenklich, weißt? Äh, das finde ich so ein bisschen, ja. Hm. Moin, Tobi, da fehlen mir jetzt die Worte. Ja, mir auch so ein bisschen. Tuchel mit Löwe. <laughs> Wollez hat Zeit? Nee, Steffen, der ist doch noch bei Corpus Trainer. Gehört das zu 10 zehner team Wolle sie ja kotzbus. <laughs> Pavel Dotschev, nee, nicht schon wieder. Also bei Pavel ist der Zug leider auch abgefahren. Ich mochte ihn auch sehr als Hansa-Trainer, aber da ist der Zug auch abgefahren. Nee, also Pele Wollis brauchen wir uns hier nicht ranholen. Also kein Wunder, dass er schon viel mal bei Koppos war, weil, den keiner, weil er bei keinem anderen Verein länger ausgehalten hat. <laughs> so, wer wurde mir hier noch vorgeschlagen, der äh, relativ realistisch war hier, nicht? Bilaretti, Tedesco, Reinders, das ist Quatsch. <laughs> Funke, auch Quatsch. Ich hätte gewischt. Nee, ich glaube, jetzt haben wir alle potenziellen Kandidaten durch, ne? Also von der, von der Erfahrung her ist wahrscheinlich Uwe Neuhaus tatsächlich der richtige. Vor allem, weil er halt auch nirgends nie irgendwo gescheitert ist. Aber einmal ist immer das erste Mal. Die Angst spielt natürlich auch mit, ne? Klar, bei Bielefeld Erfolg gehabt, bei Dresden Erfolg gehabt, dann geht man jetzt fast davon aus, bei Hansa wird er dann auch erfolgreich. Aber das ist denn so meine Angst, so äh, gerade dann klappt es wieder nicht, weißt du? Also, ich wäre definitiv, ich wäre eh auf jeden Fall auch offen für den Robert Klaus, ja? Auch wenn er so viel Theorie-Kram gelabert hat, aber. Leute, hört auf mit diesen unrealistischen Namen wie Felix Magath und so wieder. Das ist ja Quatsch. Kann man nur abwarten. Gibt es ja hier noch früh genug mehr Infos. Ja, ich, ich hoffe, ich hoffe bald. Laut Transfermarkt soll Frieder am Funk kein ob Oh, bin ich rot? Boah, wieso bin so ich denn so rot? Oh. Schlägt das Bier gleich an, wa? <laughs> ja, für die nächsten zwei Spiele macht das leider nur wenig Sinn. Auch kein schneller Gedanke von mir. Dankeschön. Transfermarkt.de, <laughs> jetzt guck ich mal rein. Warum denn Friedhelm funke das, das wird für mich absolut gar keinen Sinn ergeben. Also wirklich null, 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 null Sinn. Da steht sogar auf der Titelseite Hansa. Hansa ist sogar auf der Titelseite von von Transfermarkt.de. Schauen wir mal rein hier. Jens Zertel. Veränderung, neue Impulse. Uh -huh. Hatte der Club im Januar 19 übernommen. 21 Aufstieg gefeiert. Tabellen 12. Da hat nur noch zwei Punkte Abstand, Abstiegsplatz 17. Besonders schlecht Bilanz, heimisch ausgestattet. Das war am dafür, dass die mecklenburg in geraten sind. Naja, es war jeden von Anfang an klar. Freitag hatten sie gegen 1001 verloren. Fünfte heimniederlage in der Saison kassiert. Das ist das Zitat von Pike. Hätte Kam denn. Kamen mit uns selbst zu Wort. Ergänzt das vier Jahre. Ich hoffe, wir werden Erinnerung behalten. Vor allem die Erfolge, die wir gemeinsam in Zeit. Er wünsche einen gute. Hier steht nichts von äh, äh, Funke. Ich habe auch etwas, was den Zeitpunkt gut findet. Wie gesagt, ich finde den Zeitpunkt halt extrem komisch. Weiß ich nicht. Zwei Spieltage vor der Winterpause. Sofkor, Prost Paschi, du sitzt doch selber gerade in Urlaub mit einem Bier in der Hand. <laughs> mit Magaki brauchst halt auch erstmal eine halbe Million für Medizinbälle aus. Nicht nur für Medizinbälle, sondern für Spieler wie ankrilos Raristeas. <laughs> Margaret hat sich ja auch <laughs> gemacht, definitiv. Bei Hertha war er auch gut. <laughs> Ach, meine große Angst ist jetzt wieder nur, dass wir Rich Munsi bald wieder <laughs> auf dem Platz umherstürzen sehen. Nichts gegen ihn persönlich, habe ich schon mal gesagt, aber ja. Tja, wer ist. Vor allem man hat jetzt auch nichts weiter gesagt, ne? Also was mit den Co-Trainern passiert, wurde nicht gesagt. Gerüchte ist jetzt nur... Also ich weiß nicht, wer das geschrieben mit laut Transfermarkt? Das wäre totaler Quatsch gewesen, wie gesagt. Nur weil dann einer da im Forum reingeschrieben hat, das ist keine Quelle. Naja, Na ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall kann man nur sagen, abschließend irgendwie. Das ist abschließend, aber auf jeden Fall kann man eigentlich nur sagen, danke Jens Hertel für knapp vier sehr schöne Jahre mit sehr schönen Erlebnissen. Der Aufstieg äh, steht über allem. Der souveräne Klassen hat letztes Jahr sowieso so geile Erfolge in Hamburg auf Schalke gegen San Pauli daheim zweimal. Äh, wie gesagt, jegliche leg Abwehrschlachten in der dritten Liga. Ähm, einfach nur Danke, Danke, Jens Härte, sage ich einfach nur. Der Trainer zu so passt ganz. Ja, wie gesagt, also mich macht wirklich der Zeitpunkt äh, extrem nachdenklich. Warum jetzt zwei Spieltage in der englischen Woche vor der Winterpause? Das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, wirklich nicht. Aber wie gesagt, da scheint ja wirklich irgendwas intern mächtig schiefgelaufen zu sein. Da muss ja irgendwas vorgefallen sein. Warum die Verantwortlichen jetzt sagen: "Ey, komm, das war's jetzt." Vor allem lässt ja auch echt vermuten, dass ähm, dieses 3 0 war wirklich nur eine Fristverlängerung war. Das war einfach nur eine, eine, eine lahme, in Anführungszeichen Fristverlängerung. Äh, da hat man ihm noch ein Spiel gegeben. Jetzt gegen Sandhausen ist dann auch keine Besserung eingetreten. Wenn du das Ding gewonnen hättest, dann hätte man gedacht. Also wenn sie jetzt gegen Sandhausen gewonnen hätten zu Hause. Dann hätte man sagen können, ja, Hertel hat die Wende geschafft. Aber die hat er jetzt endlich nicht geschafft. Das Spielstil war halt wieder genauso wie vorher. Man hat sich wenig Chancen herausgearbeitet und so weiter. Das spielt da alles so ein bisschen mit rein. Es hat ja so rein sportlich gesehen, kann ich es irgendwo nachvollziehen, dass man jetzt sagt, ähm, wir ziehen einen Strich. Also nicht jetzt direkt, sondern dass man jetzt nach der Winterpause gesagt hätte, wir ziehen jetzt einen Schlussstrich. Aber diese zwei Spiele davor ist halt für mich so ein bisschen. Weiß ich nicht. <laughs> Weiß ich nicht. Ja. Ja, der Zeitpunkt, genau, noch. Der Zeitpunkt. Das ist halt wirklich extrem hm. komisch. Komisch. Ah, warum habe ich jetzt so... Oh, meine Wangen sind total warm, was ist denn hier los, ey? Ich bin aufgeregt, Leute. Ich bin total aufgeregt. <laughs> Entscheidend. Oder oh, eine Bier schlägt gleich an bei mir heute, keine Ahnung. Rofu, Alter. Wenn du jetzt nur einen Namen reinschreibst, der absolut keinen Sinn macht, ne? <laughs> Diese Wechsel in seinem waren teilweise auch wieder unerklärlich. Ja, wie gesagt, er hat, sich, er hat sich ja auch mit einigen Entscheidungen in den letzten Wochen äh, selber ein bisschen ins Ausgeschossen. Ne? Das hat ein Kumpel heute auch geschrieben. Er hat sich da bei einigen Entscheidungen selber ein bisschen ins Ausgeschossen, ne? zuletzt. Ich meine, wir liegen in seinem Haus nur eins zurück. Warum wechselt man da einen Patrick Strauß ein, anstatt einen Lee, einen Till oder, oder einen Fröhling zu bringen? Ne? Irgendwie dieselbe Situation wie bei S04 mit dem Zeitpunkt. War zuletzt letztes Jahr? Neuer Trainer heißt auch neue Spieler im Winter. Ja, da wird wahrscheinlich ein bisschen was im Kader passieren im Winter, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ja, so wie gesagt, mir fehlen da so ein bisschen ein bisschen aktuell die Worte. Aber ja, wir haben mal drüber gesprochen. <laughs> Sag mal so, wenn man die zwei Meter gegeben, will, dann wäre das Spiel definitiv ausgeglaubt. Ja, definitiv, denke ich mal auch. <laughs> Schalke auch im Arsch, ja, definitiv. Hä, dieses Jahr war ja vor einer Woche. Was meinst du bei Schalke jetzt? Aber Schalke haben es doch eigentlich richtig gemacht, oder meinst du, weil sie erst noch äh, das eine Hoffenheim-Spiel auf eine Hoffenheim-Spiel abgewartet haben, den Pokal, das Pokalspiel? Ja, sein Hausen war, war auch in keiner anderen Situation. Die mussten ja Hansa das Spiel überlassen. Und das kann Hansa einfach leider nicht, das Spiel überlassen. Obwohl man eigentlich das Spielermaterial hat. Ja. Na gut, wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt, äh, <laughs> würde ich sagen. Wie gesagt, da muss man jetzt bei Hansa auf jeden Fall abwarten, was da noch passiert. Ähm. Ich gehe mal davon aus, dass wir morgen neue Informationen haben werden. Ja, man kann nicht immer darauf hoffen, dass man da kriegt und noch auf das Brüger trifft. Das stimmt auch. Klar. Also, ich sage, es gibt genug sportliche Gründe, warum man Härtel. Äh Warum man Hertel, äh, mit Hertel den Schlussstrich zieht, warum man sich von ihm trennen will, äh, Impulse und so weiter, kann ich alles verstehen. Wenn wir jetzt halt, wie gesagt, schon Winterpause hätten, dann würde es für mich absolut Sinn machen, ich würde es verstehen. Aber eben, mich macht dieser Zeitpunkt halt irgendwie, warum? Warum denn nicht schon früher, warum nicht schon vor zwei Wochen dann, vor dem Regensburg-Spiel? Äh, das ist für mich ganz, ganz äh, komisch halt. Und wie gesagt, mir macht das auch ein bisschen Angst, weil klar, da wird erst ein Name gehandelt wie Uwe Neuhaus, der bei seinem Verein bisher immer Erfolg hatte, aber darauf kannst du dich auch nicht verlassen. Also, meine Angst ist da wirklich da wie bei Dresden letztes Jahr: man trennt sich vom Aufstiegstrainer und dann geht, äh, äh ja, dann passiert halt nichts mehr. <laughs> das ist auch meine große Angst. Ich hoffe echt. Ich glaube, bis zur Winterpause gibt es eine interne Lösung. Ja, aber auch das finde ich wieder komisch. Dann hätte man halt auch die zwei Spiele lassen können, was aber dann wiederum dafür spricht. Was aber dann wiederum dafür spricht, dass intern da richtig was, äh, dass es intern richtig geknallt haben muss. Uwe Elas Rolle Thielemann. Und bei Rolle ja immer an Herthals Seite war bisher. Thielemann war bisher ja immer an als Seite. Der war bei Magdeburg sein Co-Trainer. Ich glaube davor auch schon. Ich kann mir halt auch sehr, sehr gut vorstellen, dass ein Tielemann auch gehen wird. Ja. Ah. <laughs> nein, nein, von Thielemann wurde kein Wort gesagt. Genau, wann wirkt der neue Trainereffekt? Das ist ja so das ist komische. Wie gesagt, also es lässt mich nicht los. Es, es, äh, es gab ja auch schon mal so ein paar Insider-Infos aus äh, Foren in den letzten Wochen, dass intern da irgendwas schiefgelaufen ist. Da läuft intern irgendwas schief. Da ist irgende, da sind irgendwelche Leute wahrscheinlich unzufrieden vielleicht mit Hertel. Da, da, da muss mehr vorgefallen sein. Sonst, so, ansonsten würde mich dieser Zeitpunkt halt, sonst kann ich mir diesen Zeitpunkt halt einfach nicht erklären. Das ist es, das ist.